Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Wer hoch hinaus will, der braucht einen Kran. Und wer wie ich so doof ist und unten seinen Kaffee vergessen hat, der schickt seinen Azubi. Hey, komm mal, Gauder! Läuft. Neben den üblichen Materialien benötigen wir für unser heutiges Atelier einen Spielzeugkran, Bits, eine Kette, Steckrahmengitter und Hasendraht. Im ersten Schritt schauen wir uns den Inhalt der Kranbox einmal an. Da haben wir den Standfuß, das Fundamentkreuz. Dann den Kranturm, mit dem unser Kran gut 1 Meter Höhe erreicht. Und schließlich das Drehwerk mit dem Ausleger. Wir fangen unten an und schneiden uns ein paar Pappstreifen zurecht, die wir auf das Fundamentkreuz mit Leim und, wer ungeduldig ist, einem Tropfen Sekundenkleber aufbringen. Das machen wir wie in unserem Silo-Video, um einen Wiedererkennungswert auf der Spielplatte zu schaffen. Dann schnappen wir uns eine Green Stuff Rolle oder einen Kunststoffstab und schneiden uns ein paar Nieten aus, die wir auf die Pappstreifen mit Leim aufkleben. An zwei der Streben des Standfußes gibt es vorgestanzte Treppen. Da nehmen wir uns Hasengitter und schneiden uns Geländer für die beiden Seiten zurecht. Die Geländer kleben wir dann mit Sekundenkleber an. An den Geländerpfosten bringen wir dann noch kleine Pappstücke als Ankerplatten an. Die Streben kleben wir mit Sekundenkleber an das Verbindungsteil. Das ist nicht zwingend nötig, da sie auch ohne Kleber gut halten und zum Verstauen auch wieder entfernt werden können, aber für eine bessere Stabilität und weil wir den Platz für die Geländestücke haben, machen wir das. Wenn wir den Kranturm auf das Fundament stecken, sehen wir einigen Abstand zu den Treppen. Deswegen wollen wir auf jeder Seite ein Podest bauen. Dafür nehmen wir uns Holzspieße und schneiden die in Turmbreite plus 2x3 cm, bei uns 11,5 cm Länge. Die Stiele kleben wir mit Leim und einem Tropfen Sekundenkleber mittig in den Turm, so dass auf beiden Seiten jeweils 3 cm überstehen. Dann schnappen wir uns den Steckrahmen und schneiden den etwas schmaler als den Turm, also 5 cm lang und 3 cm breit, so dass dort eine Miniatur bequem drauf stehen kann. Den Rahmen kleben wir dann auf die Holzspieße auf. Als nächstes nehmen wir uns wieder den Hasendraht und schneiden uns dort für die Seiten eine Absturzsicherung aus, die wir mit Sekundenkleber befestigen. Ein Podest gleicher Bauweise basteln wir uns auch an den zweiten Teil des Turmes, mit dem Unterschied, dass wir dort auch vorne eine Absturzsicherung mit Sekundenkleber anbringen. Dann brauchen wir noch eine Leiter, dafür schneiden wir uns ein Stück Gitter in der Länge eines Turmsegments zurecht. Zum Befestigen nehmen wir uns dünnen Draht und flechten damit das Gitter an das Turmsegment. Man könnte auch hier mit Sekundenkleber arbeiten, doch hat so ein langer Draht ganz gut Spannung und kann sich dann leicht wieder lösen. Wir schneiden uns dann ein weiteres Stück aus dem Steckrahmen zurecht und kleben das beim unteren Turmsegment in den Turm als Plattform hinein. Beim oberen Turmsegment machen wir das gleiche, sehen dort aber eine Aussparung für die Leiter vor. Jetzt wollen wir uns um das Drehwerk kümmern. Wie man unschwer erkennen kann, ist das Cockpit für diesen Kran viel zu groß. Wir wollen deswegen so viel wie möglich davon wegsägen. Da oben der Ausleger befestigt wird, sägen wir das Cockpit kurz dahinter ab. Den Sitz und die Armaturen können wir mit einer Zange leicht entfernen.
Unten wird es etwas kniffliger. Dort liegt das Kabel, mit dem der Kran später gesteuert werden kann. Wir müssen dort also vorsichtiger sein und drumherum sägen. Teilweise können wir die Teile dort aber auch einfach abbrechen. Dann schnappen wir uns Schmögelpapier und gehen damit einmal an allen Säge- und Bruchkanten sorgfältig entlang. Da es einige unschöne Ansichtskanten gibt, nehmen wir uns dünnen Plastikkarton oder wenn nicht vorhanden Pappe und schneiden die in Form, um die Kanten zu verdecken. Den Plastikkarton kleben wir dann mit Sekundenkleber fest. Als nächstes benötigen wir ein Cockpit. Wir haben hier von einem Sentinel ein Cockpit über. Man kann sich aber aus Bits auch gut selber was zurechtbasteln. Das Cockpit wollen wir vorne an den Kran kleben. Dazu schneiden wir zunächst einige überstehende Teile weg, um eine glatte Klebefläche zu bekommen. Dann nehmen wir uns Sekundenkleber und kleben das Cockpit an. So, das war's leider schon für heute. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß. Wo kriegt ihr so eure Kaffeebecher her? Sagt uns das, schreibt uns das hier unten in die Kommentare, schickt uns ein Foto oder besucht uns auf unserem Stand auf der Taktika und holt euch ein. Wir sehen uns da und bis zum nächsten Mal.